Man kann etwa keine Wunderkinder erzeugen, selbst wenn man das vielleicht gerne hätte. Wenn ich die Kinder in meinem Freundeskreis so betrachte, habe ich manchmal das Gefühl, das sind so kleine Wunderkinder, die können schon 3 Sprachen im Kindergarten, haben volle Terminkalender. Ist das gut? Ich halte das für extrem problematisch. Also man muss sich ja klar machen, dass Eltern natürlich häufig denken, wenn sie ihren Kindern ganz früh möglichst viel beibringen, wird ihnen das später nutzen. Das stimmt aber nicht unbedingt. Zum Beispiel, wenn man ein Kind, so ist das in Indien etwa üblich, die ersten 2 Jahre dürfen die einfach alles machen. So, sozusagen absolute Freiheit. Die Eltern schützen nur, dass den Kindern nichts geschieht. Und dadurch kann man vielleicht zum Beispiel einen besonders kreativen Menschen erziehen. Ein Mensch, der irgendwie mit dem Eindruck aufwächst, dass die Welt offen steht für seine Erkundung. Das heißt, Menschen frühzeitig irgendwie in Bahnen zu lenken und zu steuern und ihnen Talente beizubringen, führt nicht unbedingt zu irgendetwas. Das heißt, man kann etwa keine Wunderkinder erzeugen, selbst wenn man das vielleicht gerne hätte. Also zum Beispiel der jüngste Schachgroßmeister aller Zeiten hat irgendwann mal irgendwo einfach Schach gesehen und angefangen zu spielen. Da mussten die Eltern gar nichts machen. Das heißt, Wunderkinder sind ja gerade Kinder, die von sich selbst her irgendetwas Überraschendes tun. Die kann man nicht erzeugen. Die sind entweder da oder nicht. Und es gibt auch keinen Zwang darauf. Also warum sollten denn alle Kinder Wunderkinder sein? Nur weil die Eltern sich das vielleicht wünschen. Naja, wir leben aber jetzt hier in der westlichen Welt und es ist ja schon so, dass die Gesellschaft auf Erwerb, Produktion und möglichst viel Leistung eingestellt ist und getrimmt ist. Dann ist es ja wohl irgendwie auch nachvollziehbar, wenn Eltern ihre Kinder möglichst früh an diese Produktionsgesellschaft heranführen. Da würde ich sagen, wir haben eigentlich ein Recht darauf, möglichst spät an der Leistungsgesellschaft erst teilnehmen zu müssen. Sonst könnte man ja auch gleich so argumentieren, dass wir auch möglichst früh mit Kinderarbeit anfangen sollten. Ja? Das heißt, 10-Jährige können, wie wir wissen, die machen ja viele unserer T-Shirts leider, können ja schon T-Shirts machen. Also wenn man dem Argument folgt, dann müsste man sagen, okay, sie ist 3, dann kann sie wenigstens zum Beispiel schon mal irgendwie als Haushaltshilfe angestellt werden. Das sagst du, der 7 Fremdsprachen fließend spricht. Deine Tochter ist jetzt 1 Jahr alt, vielleicht lernt sie nächstes Jahr auch schon 3 Fremdsprachen. Mich hat niemand zu irgendeiner Bildungsleistung gezwungen. Ich habe eben alles tun können, was ich wollte. Das heißt, ich bin froh, dass ich Sprachen lernen konnte, aber niemand hat mich dazu gezwungen. Mit 3 Jahren habe ich Rheinisch gesprochen und Deutsch. Immerhin 2.